Ja, herzlich willkommen bei Bottle Pilgrim, dem dritten Kapitel der Dämonentrunk. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, was haben wir schon hier am Anfang? Irgendein Buch. Oh, mal kein Regen, wie im Kapitel 2. Auch nicht schlecht. Mal sehen, wo es uns jetzt hin There verschlägt. was one resounding Mit consequence der to the anderen burden Lehre of the Schluss zu machen, accusation. hatte eine durchschlagende Shortly Auswirkung. afterwards, my Kurz drink danach verlor ich immer started mehr to die Kontrolle spiral über meine out of control. Trunksucht. Okay, erst die Frau tot. Dann ein bisschen Stress, die Tochter großzuziehen. Und jetzt noch Alkoholsucht. Wird ein richtiges Drama mit dir. Wo führt uns die Reise nur hin? Momentan ist noch nichts zu sehen, was ein Ziel sein könnte. Oder wie in den letzten Kapiteln ein paar Häuser. Aber es muss noch nichts heißen. Perhaps it shouldn't have come as a Es war eigentlich surprise. keine großartige My Überraschung. father had been Mein suffering Vater with hatte auch drink schon when I was getrunken, young, als er jünger war. though he did manage Aber to er konnte reduce seinen his Konsum noch in intake by the Grenzen time I halten, left bis ich home, auszog, thanks to the dank der numerous zeitlichen threats Drohung of meiner divorce Mutter, from my die sich mother. zu scheiden lassen. The irony Die wasn't Ironie blieb lost mir on nicht me. verborgen. My Mein father Vater harshly kämpfte gegen avoided his alkoholism, Alkoholkonsum killed a teilweise, woman um in meine his Frau home, in seinem Leben zu while halten. losing two Dagegen women in brachte mich my der own and Verlust becoming zweier even Frauen closer dem to my Dämonentrunken immer children. näher. Ja, das kann ich verstehen. Wenn niemand im Leben hat, großartig, dann kann das sehr, sehr schnell gehen. Deswegen sucht er vielleicht auch die einzelnen Gegner zum Laufen, zum Spazierengehen. Das ist alles nur Spekulationen. Wie gesagt, hier gibt es ja kein Endruhe, gab es ja gar nichts. Also kann man hier nur spekulieren, wie, was, warum. Ah, ein Haus da unten. Da müssen wir doch jetzt bestimmt hin. Auch hier drüben sind, glaube ich, Hütten. Okay. Hier sieht es erstmal etwas nach Zivilisation aus. Wahrscheinlich eine kleine Feriensiedlung oder irgendwas. Müsste man halt nur mal einen Eingang finden. So, denn wir müssen da gar nicht hin. Das ist wirklich immer schwer in diesem Spiel. Eigentlich rauszufinden, was ist das Ziel, wo muss man hin. Sonst ist es schon sehr, sehr einsam hier unterwegs zu sein. Außer im letzten Zwischensequenz mal eine Schreckszene, wo ich mich echt erschrocken habe, als man wirklich mal jemanden gesehen hat. Aber ansonsten I never hit Emily. ich habe Emily nie Not before the geschlagen, drink nicht vor and dem not Trinken after. und auch nicht danach. It just didn't Es hat affect sich me. einfach so nicht einfach Alcohol didn't make nicht me so violent, it ausgewirkt. made me Alkohol hat mich nicht gewalttätig confident. gemacht, nur schlampig. Okay, das ist auch meine Aussage. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Schon mal kein alkoholisierter Schläger. Schon mal ein Pluspunkt für dich.
Aber irgendwie gehen wir in dem ganzen Gebiet hier nur vorbei. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Haupteingang, wo ich hin möchte. Oder? Oh, mal Rehe. Mal andere Tiere, als wir bis jetzt gesehen haben. Echt mal was anderes. Aber die können sich auch hier wohlfühlen. Man gibt es ja auch keine Menschen hier. Außer uns. Zumindest haben wir bis jetzt niemanden getroffen. Und ich habe langsam Zweifel, dass wir jemals jemanden treffen werden. Wobei ich nicht sagen kann, dass ich nicht für gelegentliche Wutausbrüche bekannt war. Das kann ich nicht leugnen. Und ich bin Emily gegenüber sie öfter laut geworden als nötig. Ich erinnere mich an mindestens einen Fall, als sie in Tränen aufgelöst war. Vielleicht gab es noch andere Momente, als ich weiß nicht mehr. Aber ich habe sie nie körperlich verletzt. Da bin ich mir sicher. So war ich einfach nicht. Und ich bin auch heute nicht. Ich bin vielleicht ein Schwächling, aber bestimmt kein Feigling. I'm not a total coward. Naja, wenigstens kein Kinderschläger. Immerhin etwas. Aber wir entfernen uns immer mehr von Wohnhäusern hier drüben. Die wahrscheinlich wirklich nicht unser Ziel sind. Oder geht's jetzt hier rum? Nein. Der Weg führt uns weiter in die Einsamkeit. Der Himmel sieht auch kurios aus. Irgendwie ist es extrem einsam. Also in den vorigen Kapiteln haben wir wenigstens noch ein paar Häuser gesehen oder konnten noch irgendwo rein. Aber hier, meine Arbeit war zunächst nicht beeinträchtigt, zumindest nicht merklich. Am Verlauf des Monats ertappte ich mich dabei, Wasser in eine Pflasterflasche durch Wodka zu ersetzen. Nur manchmal, an besonders harten Tagen, und nur eine halbvolle Flasche. Das wusste natürlich keiner. Aber meine Arbeitsleistung wurde ein, zwei Mal in Frage gestellt. So gesehen war mein Job nie in Gefahr. Zumindest für das erste Jahr oder so. Dann passierte dieser kleine Zwischenfall. Und, naja. Na, da werden sie wohl doch gewischt haben. Ja, Alkohol und Arbeit sollte man nie in Zusammenhang bringen. Das ist meist keine gute Idee. Und dann verstehen die Chefs meist noch keinen Spaß. Aber ich wäre schon froh, wenn man wieder mal irgendwo rein könnte, was erforschen könnte. Okay, was haben wir hier? Ein Fass mitten im Nirgendwo. Das möchten nicht gerade die Öko-Leute unter euch sehen.
Komme ich da auch hoch? Nee, ich glaube nicht. Dahin sieht aus wie das Ende vom Wald. Aber es kann auch täuschen. Okay, da kommen wir eh nicht hin. So, Freunde, es geht abwärts. Sucht sich echt die besten Wege hier aus. I wasn't violent towards the boy. Ich war nicht Again, gewalttätig that zu this dem wasn't Jungen. my style, Nochmal, sober das war or ich nicht meine Art. Nüchtern oder But nicht. I definitely Aber raised ich habe my ihn voice to angeschrien him, und verlangt, demanded er that soll den he Raum leave my verlassen classroom und and nie never wieder über darken meine Tür my treten. doorstep again. Vielleicht habe ich sogar I might geflucht. have even sworn Der it, offizielle Bericht behauptet but es the jedenfalls official ganz report klar. certainly claims that I did. Ja, hat aber ein bisschen die Kontrolle verloren. Die Wege werden immer schmaler. Wir scheinen also nicht dick zu sein, sondern wir irgendwo stecken bleiben. Wo möchte er hin? Das ist echt die Frage aller Fragen. Was ist das Ziel seiner Reise? Leute? Stehen hier Leute? Ein Standbild? Oder was ist das? Ach nee, eine Axt. Okay, sollen wir das Holz hacken? Okay, mehr macht er nicht. Aber passend aus. Die Axt mitten zwischen den Blumen. Bisschen wie Blut gemacht. Aber die Frage ist, wo geht's lang? Weil ich glaube, da hinten war auch ein Weg. Nicht, dass ich es in die falsche Richtung führe. Das ist echt gerade die Frage. Ne, ich glaube, wir müssen da hinten lang. Ich glaube nicht, dass er hier runterspringen sollte. Mal schauen. Auf jeden Fall hat gerade meinen ersten Steam-Errungenschaft für dieses Spiel freigeschaltet. Ich frage mich, wo ich die anderen verpasst habe oder ob die noch kommen. Ich glaube, es gab 6 oder 8 Errungenschaften, die man hier hätte kriegen können. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht wirklich, wo ich die hätte kriegen sollen. Okay, bleibt man eh bis im Kreis, kann ich auch lang gehen. Auch nichts. What can I say? Was soll ich His sagen? disruptive Seine behavior was Unruhe stiftet difficult mir enough kaum to zu follow, tolerieren, even when I was in a fitter selbst wenn ich state besser to Form endure gewesen such wäre, nonsense. um diesen Unsinn But zu things were ertragen. starting to Aber in deteriorate meinem in Leben my brach life ohnehin gerade generally, alles to the zusammen, point where bis Emily's einen Punkt, grandparents were starting nämlich to Emilys intervene to Großeltern learn. anfingen, ein wenig I guess einzuschreiten. I took Und my ich frustrations out on glaube, him ich ließ meine rather than Frust her. eher an ihm selten aus als an ihr.
Schritten also schon die Großeltern ein von seiner kleinen Emily. Da muss er schon ganz schön gesoffen haben. Da hinten sieht aus wie eine Burg. Auf jeden Fall ein Turm. Aber da gehen wir bestimmt wieder nicht hin. Ich frage es eh gerade, wo ich lang muss. Echt eine Burg oder ist nur ein Turm? Okay, es könnte natürlich auch nur ein Turm sein. Wäre schon toll, wenn wir in die Nähe kommen würden. Das wäre mal was anderes zum Angucken. Es sind immer nur diese Stelzenhäuser, wo es nichts gibt außer Traktor oder LKW-Reifen. Wo es nicht mal eine Straße hier gibt. Aber okay. Vielleicht finden wir noch das Rätsel Lösung. Aber nur vielleicht. Wir entfernen uns aber immer mehr von der Burg oder von dem Turm. Wir gehen eigentlich in eine komplett falsche Richtung. Sehr, sehr mysteriös. There's no denying that boy deserved Man more kann wrath sich ja more than nicht my daughter. bestreiten, dass der I Junge must meinen put on Zorn mehr verdient suspicion, hatte als since meine I hardly Tochter. had a history of Ich wurde these things. suspendiert, I'd been dem the so etwas worker bisher up to nie that passiert point war. Ernstley had. Bis dahin hatte ich gute Go Arbeit sort yourself geleistet, out, Lacey. wirklich. I had Krieg es auf die every Reihe, intention of sagten doing just mir's that. mir. Genau das wollte ich jetzt tun. Indem wir jetzt also hier langlaufen. Eine sehr, sehr kuriose Geschichte. Okay, mal wieder eine Hütte. Ah, das berühmte Helllicht. Das heißt, wir werden dann bestimmt gleich wieder den Geist unserer Frau sehen. Vermute ich mal, dass er das ist. Dann wird der Weg wieder frei sein. Also müsste jetzt wieder theoretisch in der Hütte ein Radio stehen und wir müssen Batterien suchen. Vermute ich ganz stark. So war es jetzt zumindest bis jetzt. Ja. Okay, hier steht mal ein bisschen mehr. Na, nimm's. Und sag mir jetzt nicht, die Batterien fehlen. Ich habe es befürchtet. Nur jetzt wird es kompliziert. Wo soll ich denn hier jetzt schon bitte schön die Batterien finden? Geht da
ja nicht weiter. Was habe ich mir gedacht? Böse Falle. Verdammt, wo sind die Batterien? Habe ich sie nur übersehen? Lagen die hier irgendwo? Hier dahinter vielleicht? Kann man ihn hinter? Nee, er geht nicht weiter. Kann auch nichts zerschlagen. Oder reingucken. Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Weil diesmal gibt es ja auch keinen Weg oder irgendwas. Ja, das dachte ich mir. Feierabend. Haben wir die jetzt irgendwo übersehen? Die Vasen machen mich stutzig. Die Vasen finde ich jetzt echt mysteriös. Aber das scheint ja nicht das. Aber hier bin ich ja gekommen. Da, was ist da? Okay, wir haben sie das echt nur übersehen. Ja, da sind sie. Okay. Finde ich so ein bisschen kurios gemacht, warum man die echt mitten jetzt in den Wald irgendwo in die Pampa legt. Aber okay, es ist wie es ist. Meistens waren sie nie weit weg von der Hütte. Aber ich hätte wirklich gedacht, dass die hier irgendwo in so einer Vase liegen. Liebling, hör auf, die Schuld dafür zu geben, was passiert ist. Weder mir noch. Und jetzt kommt bestimmt wieder Geisterstunde. Okay, das heißt also wieder, wir haben über die Hälfte des Levels wieder geschafft. Sollen wir ein bisschen gucken, nicht, dass wir noch irgendwas vergessen. Irgendwas Verstecktes, ein Buch wieder oder irgendwas zum Einsammeln. Um noch ein paar Augenschaften freizuschalten. Ja, es ist wieder sehr trostlos. Ist wieder nicht zu sehen. Weil es ist das erste Level jetzt, wo wir nur eine Hütte hatten bisher. Ansonsten wirklich nur trostlose Landschaft.
war ein wirklich sehr, sehr, sehr ruhiges Spiel. Habe ich noch nie gespielt, etwas in der Richtung, bin ich ganz ehrlich. Hab die Erfahrung gemacht mit solchen Spielen. Also ich, wie gesagt, noch gar nicht. Also ich bin eigentlich mehr auf Horror und Ego-Shooter oder Adventure. Action-Spiele, alles bin ich zu haben. Aber so ist es für mich absolut Premiere. Hey, mein größeres Haus. Nee, eine Siedlung. Ist es die vom Anfang? Weil es steht jetzt wieder ein Zaun davor. Nee, ich glaube, es ist ein anderer. Oder sie kommen von der anderen Seite ran. Ist natürlich auch möglich. Oh. Da ist irgendwas im Wasser. Obligatorische Reifen. Was ist das denn? Krokodile, ne? Okay, also möchte man nicht unbedingt zu Fuß rein. Nicht baden gehen. Was haben wir hier Schönes? Zettel und Stift? Will er nicht. Okay. Dann halt nicht. Ins Haus kann man auch rein. Ich probiere es mal ganz kurz. Weil es sieht eigentlich aus, als könnte man rein. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, dass es nur als Attrappe hier steht. Schade, denn das, wie gesagt, hätte ich mir gerne nochmal angeguckt. Vielleicht hätte es auch noch irgendwas Interessantes gegeben. Aber ich glaube, der Zaun hier oben ist zu, oder? Habe ich einen Teilwinzen offen? Komm schon, lass mich rein. Nein. Okay. Es hätte ja klappen können. Also werden wir jetzt eine Runde Boot fahren. Naja, ist doch mal was Neues in dem Spiel. Besser als mal zu laufen. Dann fahren wir halt eine Runde Boot. Komme ich mit dem Boot ins Haus? Wenn ich unten reinfahre? Frage ist sowieso, wo sollst du hier hinfahren? Kannst da lang, da lang. Ja, am liebsten weg von Krokodilen. Hallo? Okay. Das Boot fährt alleine. Kommen wir auf jeden Fall schneller noch vorwärts. Ja. Der Pfad zur Genesung ist nie leicht. Ich war nicht überzeugt, dass kalter Entzug für mich der passende Ort war. Es klang mir zu bequem und schien todsicher auf einen Rückfall hinauszulaufen. Ich hielt es für möglich, dass ein sanfter Entzug vom Trinken länger anhaltenden Erfolg erbringt. Ich fing gleich damit an, meinen Konsum einzuschränken. 2 Wochen später war es immer noch täglich Routine, verschob sich aber zumindest in die Nacht. Mal so eine Art Geisterstadt, wie es aussieht.
Nachdem ich Emilys Großeltern zuredete und sie von meinen ersten Schritten auf dem Weg zur Genesung zu überzeugen, organisierten sie gleich einen Ausflug zu einem unserer Lieblingsstrände, ein Ferienheim, dem wir schon mehrmals waren. Es sollte eine Wochenreise in ihren Ferien sein, weg vom Stress unserer beiden Leben. Emily war glücklich, vor allem nachdem ich ihr erklärte, dass es Papi danach vielleicht besser ginge. Zumindest war das so gedacht. Ah, da ist er wieder. Oh. Ein Krokodil, bleib wo du bist. Ich tue dir nichts. So, und nun geht's in die Höhle und müssen wir jetzt wieder laufen. Okay, es geht in die Höhle. Obwohl, da drin ist, glaube ich, ein Schluss mit Bootsfahrt, wie es aussieht. Denn ich glaube, hier geht es mit dem Boot nicht weiter. Okay, das Level ist sogar beendet. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, ihr guckt mir morgen auch wieder zu, wenn es dann zum nächsten Zwischenspiel weitergeht. Wenn es euch gefällt, ihr Anmerkungen habt, Anregung, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, es kommen noch über 300 verschiedene Spiele. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, genießt euer Leben und bis morgen. Tschüss.